Willkommen zurück zu Spyro Reignited Trilogy. 100% beide Fluglevel, kein Problem. Naja, wir sind durch die Hölle im letzten Part gegangen. Wirklich durch die Hölle. Man kann es nicht anders formulieren. Ich bin so ausgerastet, aber mit Recht. Was da für Zeiten teilweise verlangt waren. Und die Nebenaufgaben waren auch teilweise richtig frustrierend. Weil Jäger sich echt angestellt haben wie ein verschimmeltes Butterbrot. Aber ihr seht es, 100%. Und auch beide Skillpoints. Wunderbar. So, jetzt machen wir wieder endlich mal ein reguläres Level. Und ich mache das jetzt kreuz und quer. Wir gehen hier rein. Schattige Oase. Ist ja egal, wir müssen ja sowieso jedes Level machen. Fangen wir hiermit ruhig an. Na, ist schon hier gerade sind, ne? Schattige Oase. War es das mit der Affen oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das war ein sehr schöner Level, aber hier können wir auch noch nicht die 100% kriegen, fällt mir gerade auf. Denn hier fehlt noch die letzte Fähigkeit. Tatsächlich. Spyro, wie gut, dass du da bist. Ich wollte eine Beere aus diesem magischen Beerenstrauch holen, aber ich bin zu schwach. Wenn du in den Strauch stürmst oder ihn entflammst, fällt eine leckere Beere raus. Was, zu schwach, eine Beere da abzurupfen? Dein Ernst? Du bist nur zu faul. Oh Mann, ey. Aber er kriegt jetzt Superkräfte. Wie ein Super Mario mit dem Pilz. Er wächst. Alles zerstören. Das ist quasi ein Maxi-Pilz. Aber den Level, den fand ich sehr, sehr gut sogar. Muss ich sagen. Das war ein sehr guter Level. Weil die Eierdiebe tauchen hier tatsächlich wieder auf. Ja, die gibt's hier wieder. Ich weiß nicht genau, was die beherbergen. Ich glaube, die waren für eine Kugel wichtig. Ja. Aber ja, wir kriegen hier nicht die 100%. Deswegen so mega gründlich müssen wir jetzt hier nicht zwangsweise sein. Ich versuche trotzdem das zu finden, was wir eben mal finden können. Vielleicht war das sogar auch nur für eine Kugel, dass man eben halt die Fähigkeit braucht. So, vielleicht können wir die Edelsteine ja schon alle bekommen. Oh, das ist sehr schwer da hoch zu kommen eigentlich. Ja. Na, hat sie jetzt die Beere gegönnt oder hast du die jetzt nicht gegessen? Wehe, der hat die jetzt nicht gegessen. Na doch, hat er. Alles gut, alles gut. Ah, endlich mal wieder ein vernünftiger Level, ne? Kein blöder Fluglevel. Ihr wisst, ich hasse die Fluglevel. Und ich werde sie auch auf ewig hassen. Da wird sich nie was ändern, Leute. Ich komme einfach damit nicht klar. Vor allen Dingen in 2v2 bringen die mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Palme. Denn ohne Scheiß. Nee. Ich könnte wirklich Berge versetzen, so sehr bringen die mich zum Ausrasten. Die Zeiten, die da verlangt sind und generell, ich weiß nicht, diese Sonderaufgaben, die auch nicht gerade einfach sind, echt nicht easy. Bin so froh, dass wir nur noch einen einzigen Fluglevel haben in diesem Spiel. Ach ja, deswegen habe ich das ja gemacht, damit ich jetzt erstmal wieder ein bisschen chillen kann. Mein armes Herz. Schonen kann. So, ey, bist du zu dumm? Oh, das Nilpferd, ey, ist echt billig. Minus 200 IQ. Gegner stand im Weg, aber versucht dabei, vorbeizukommen, ne? Aber wisst ihr, was mal nett wäre? Ein Speicherpunkt, beziehungsweise so eine Fee, die einen absäbt. Wenn ich jetzt hier sterbe, muss ich alles normal machen. Ah, da kommt sie. Kommst wie gerufen, liebe Fee. Wie gerufen kommst du? Au! Oh. Oder aber auch ein V. Den nehme ich auch. Damit stellt sie unser Leben wieder her. Nevermind. Das Leben hat sich soeben wieder verabschiedet. Oh, die sind auch neu. Diese Flaschen mit Sprengstoff. Da sollte man sich vor in Acht nehmen. Weil natürlich kann die Explosion Spyro auch Schaden zufügen. Wie die Feuerwerke in Teil 1. Oh Gott, der Sprung. Ey, schon wieder minus 200 IQ. Er versucht immer daran vorbeizukommen, aber das schafft er auch nicht. Aha, was ist das denn hier? Einfach mal mitnehmen, ne? Take this! Leider nicht getroffen. Nicht getroffen, abgesoffen. Den
können wir, glaube ich, nur mit Rahmenattacke besiegen, oder? Soll ich den besiegen? Oder von hinten? Erstmal die Gegner hier aus dem Weg räumen. Sein Schild hat ihn jetzt nicht geschützt. Dead Logic. Du willst da oben dran. Wir kommen aber noch nicht daran. Das heißt, wir müssen das jetzt mit diesem Projektil machen. Da ist ja so eine Giftkugel gewesen, ne? Ja, und mit Hilfe dieser Giftkugel, warum die Spyro keinen Schaden zufügt, weiß der Geier. Können wir eben halt den Baum zum Rütteln bringen und eben halt die Beere zum Herabfallen bringen. Schön. Und das wäre auch schon das Ziel. Level vervollständigt. Ich kann nach Hause gehen. Nee, Quatsch. Wir schauen uns natürlich hier noch um. Jetzt können wir immer Beeren essen. Hier, ein Geschenk von uns plus werden. Ein Geschenk von deinem Bruder. Oh, die Wunderlampe von Aladdin oder was? Oh, man. Na gut. Ach, der Scheiß. Das ist neu in 202. Eine Vase, die wir immer wieder jagen müssen. Und erst dann kriegen wir Inhalt. Das sind ganz hart erkämpfte Rubine. Drei Diebe haben unsere magischen Messinglampen gestohlen. Bitte hol die Lampen zurück, bevor sie sie von der schattigen Oase wegschaffen. Warum haben die alle so eine hohe Stimme? Sind die alle 12? Ich bin auch 12, by the way. Fang die grissigen Diebe, ja. Das finde ich eigentlich an dem Level richtig schön. Mit der Eierdieben. Richtiges Nostalgie-Feeling. Wunderbar, Mann. Einfach wunderbar. Ja, da ist der Anfangsbereich. Da sehe ich schon, dass ich was vergessen habe. Oh, da kommen wir ja immer noch hin. Ich gehe jetzt erstmal in diese Richtung. Stirb, du V. So, ach guck, hier ist der Krug sogar. Das war im anderen Eierdieb, glaube ich. Oh Mann, den muss man so oft jagen, Leute. Ist nicht lustig. Und vor allen Dingen, der Parcours ist gar nicht mal so einfach. Ich kenne ja seinen Laufweg auch noch gar nicht, ne? Aber da haben wir ihn. Das war die erste Wunderlampe. Wunderschön. Spyro, meine Brüder sind in Stein eingeschlossen. Ich fürchte, du musst eine Art Kopfstoß erlernen, um uns zu helfen. Den haben wir eben noch nicht, das ist das Problem. Hiermit werden wir unverwundbar, dann können wir schon mal diese Kacke hier holen. Das ist ganz gut, dann brauchen wir später nicht mehr, Mann. Aber ja, das ist das, was ich meinte mit Backtracking. Weil da kommen wir noch nicht weiter. Diesen einen Auftrag, den können wir noch nicht machen. Merken wir uns, sobald wir Schluck besiegt haben, sofort zurück in diese Welt und eben halt den Auftrag erledigen. Der ist auch beim Eierdieb irgendwo. Das Problem ist, falls wir sterben sollten, Leute, müssen wir die Vase komplett nochmal machen. Von Anfang. Das ist ziemlich blöd. Deswegen einfach nicht sterben. Just don't die for it. Ach, guck. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das ist doch am Anfangsbereich, oder nicht? Weil ich habe ja im Hintergrund da diese Stahlkiste gesehen. Das muss am Anfangsbereich sein. Da möchte ich jetzt aber noch gar nicht hin. Denn ich möchte ja den komischen Dieb hier fangen. Den alten Lappen. Scheiße. Der ist übrigens am schwierigsten zu kriegen von allen Eierdieben. Und das ist die falsche Richtung, die ich hier eingeschlagen habe. Man sollte den so jagen. Das ist ein bisschen einfacher. Glaub mir. Weil wir hier da oben nicht hochspringen können. Seht ihr, wir holen jetzt richtig heftig auf. Es geht nur von dieser Richtung aus. Glaub mir einfach. Wir holen immer ein bisschen auf. Immer ein bisschen auf. Und da haben wir schon. Ich bin ganz gut in der Eierdieben mittlerweile. Früher konnte ich die gar nicht. Heutzutage ist das ein Klacks für mich. So, aber hier ist irgendwo noch ein weiterer Eierdieb. Einen gibt es noch. Tatsächlich. Aber ich weiß leider nicht mehr genau, wo der jetzt war. Das ist das Problem.
glaube, der wird da hinten sogar. Erstmal können wir ja probieren, hier rüber zu fliegen. Schaffen wir aber nicht. Scheiße. Dann holen wir die Vase. Das war sowieso von Anfang an mein Plan, die Vase zu holen. Quatsch. Glaub nicht immer alles, was ich sage. Ich verleihe erst die Eier, die mal von oben da runterfliegen. Aber jetzt ist es auch egal. Jetzt haben wir das schon mal. Falls wir sterben sollten. Die Vase ist abgesaved, weil das ist auch so eine kleine Nebenaufgabe, kann man sagen. Ohne großen Reward, den man rausbekommt. Ich finde, da hätten sie wirklich mehr geben müssen, wenn man das geschafft hat. Hier müsste irgendwo ein Eierdieb sein. Ich meine sogar hier im nächsten Bereich. Ist das richtig? Nee, ist nicht richtig. Richtig falsch! Shit, wo war der denn? Hier? Doch! Ich wusste, dass der innerhalb war. Innen drinne. Der geht hier nur im Kreis? Nee, Quatsch. Wo ist der hin? Ach, hier bist du. Naja, renn du nur, renn du nur. Irgendwann kriege ich dich schon. Irgendwann. Und dann wirst du um Gnade winseln, du Eierdieb. Was heißt Eierdieb? Ich sag halt immer noch Eierdieb wegen Spyro 1. Aber im Grunde genommen sind das einfach nur Liebe. Oh nein. Jetzt hat er mich verarscht. Mache ich hier was falsch? Ja, einfach den Flammenatem benutzen. Yeah, wir haben's. Danke, dass du die magischen Lampen zurückgebracht hast. Hier, eine Kugel. Die habe ich von einer Fee. Aber sie leuchtet nicht so. Ich dachte echt erst, der Hut wäre eine Dynamitstange. Ne? Ich wollte gerade sagen, warum hat er eigentlich eine Dynamitstange auf dem Kopf? Aber nee, das ist so ein besonderer Hut. Oh man. Ja, im Anfangsbereich haben wir auch noch was Kleines übersehen, so ein kleines Fass. Ich meine, wir müssen jetzt nicht krampfhaft versuchen, die Edelsteine zu bekommen. Wir müssen sowieso hier nochmal hin. Aber ich versuche das zu holen, was eben mal geht. Hier brauchen wir auch die versteckte Fähigkeit. Das kriegen wir noch nicht auf. Was damit ist, weiß ich allerdings nicht. Ist hier ein Feuerwerk? Ah, okay. Gut zu wissen. Dann haben wir, glaube ich, alles, was wir jetzt erstmal kriegen können, I guess. Das hat alles mit dieser Quest zu tun. In diesem Bereich kommen wir ja noch nicht hin. Oh, das sind aber viele Fünfer. Das hat sich gelohnt. Das Versteck war die jetzt aber gar nicht. Feuerwerksrakete. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, verlassen wir das Level. Wobei, ich will ja immer den richtigen Ausgang nehmen, ne? Wobei, heute mache ich eine Ausnahme. Ich will nicht nochmal den ganzen Scheiß, Mann. Nehmen wir einfach beim nächsten Mal den richtigen Ausgang. Fertig. Einfach durchgespeedet. Ne? Kaum kommt kein Fluglevel, schon skillt er wieder. Schon habe ich keine Probleme. Und schon macht das Spiel wieder Spaß. Ja gut. Aber wir haben natürlich auch nicht die 100%. Weil es noch nicht geht. Aber wir haben sehr, sehr viel geholt in dem Level. So viel geholt, dass wir eigentlich in einen anderen Level reinschnuppern könnten. 100% abgeschlossen. Achso, das ist die Overworld, was die meinen. Ja gut. Die haben wir tatsächlich schon zu 100% gelöst. Hier wäre der Magma-Kegel. By the way. Ne, bei der Oase eben, da gibt's nichts zu tun. Aber im Wüstenpalast alle Bäume anzünden. Magma-Kegel. Was war denn das? Oh, das war auch, glaube ich, ein schwerer Level. Oder? Wir gehen da jetzt mal rein. Ich weiß, es wird sehr knapp mit Zeit, aber ich probiere es mal. Magma-Kegel. War das nicht ein extrem schwieriger Level? Ja, das war der, den ich meinte. Kommt so früh im Spiel, das wusste ich gar nicht mehr.
Der hat eigentlich ziemlich viel Spyro 1-Feeling. Der Magma-Kegel. Das könnte so eine spätere Welt von Spyro 1 sein, so. Von den Monstermachern. Aus der vierten Welt oder so, da könnte man das einsiedeln. Hallo Spyro, du bist bestimmt wegen der Party hier. Die fällt aus, weil die doofen Erdformer den Vulkan ausgelöst haben. Auch schön, jetzt sehen wir mal eine männliche Version eines Fauns. Weil Elora, die wir kennen, ist ja eine weibliche Version. Vor allem Faun. Männer sehen ganz anders aus, ne? Dann ist sie Fury-mäßig. Oh oh. Und das für Dinger. Und das für Kollegen. Wie besiegt man die denn? Oh ja, gar nicht. Geil. Kann man nicht besiegen. Ah ja, es fängt schon fantastisch an. Oh ja. Wunderbar. Oh ja, fantastisch. So eine Scheiße. Was? Meiner Meinung nach war der Magma-Kegel so der schwierigste normale Level. Warum kommt der denn? Ich dachte, der ist aus der letzten Welt. Das habe ich so im Kopf, dass es das vorletzte Level oder so war. Warum kommt der jetzt schon? Ich verstehe es halt nicht. Können wir die Gegner jetzt einfach nicht besiegen oder was ist hier los? Warum nicht? Das ist extrem weird. Kriegen wir wirklich noch eine Fähigkeit? Aber wie soll ich die Fähigkeitstore aktivieren, wenn man keine Gegner besiegen? Das widerspricht sich ja voll. Extrem ärgerlich, Mann. Dann kann ich die Idioten einfach umrennen. Die kann ich sogar umrennen. Ah, okay. Dann können wir so vielleicht diese Fähigkeitstore aktivieren. Oh Mann, Leute. Magma-Kegel. Ja, aber sicher. Na gut. Ich finde die Gegner asozial ohne Ende. Ultra stark. Den können wir ja wohl nicht umrennen, oder? So ein Gigant. Ein Steingigant. Juckt den doch nicht, oder? Der lacht sich doch ins Hemd. Sein nicht vorhandenes Hemd lacht er dann. Wieder mit der Ram-Attacke kommen. Ich bitte euch. Das funktioniert auch nicht. Das Level mal nicht so systematisch jetzt ablaufen. Weil das, glaube ich, auch gar nicht geht. Und die Gegner nicht mal besiegen können. Naja, mal schauen. Die Edelsteine waren hier allerdings nicht so schwer zu finden. Das Level dann doch schon überschaubar und... ja, leicht zu verstehen ist eigentlich. Wenn man diese Gegner besiegt. Hier Supersprint oder sowas hätte. Würde es ja alles gehen. Haben wir aber nicht. Das ist das Problem, was ich habe. Ich habe nichts. Gar nichts. Ich habe nicht mal ein Fähigkeitstor gesehen. Also muss man die doch irgendwie anders besiegen? Diese Idioten. Es ist halt nicht. Dafür ist es zu lange her, Leute. So. Ja, boom! Finden Sie nur einen Edelstein? Aber... ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Der schmeißt ihn da runter, du Idiot. Hallo, will der mich verarschen? Ich verstehe es nicht. Leute, ich verstehe es einfach nicht. Es sieht so aus, als müsste der hier auf diesen Punkt. Ah, macht's halt nicht, ne? Müssen wir wahrscheinlich im Internet angucken, wie das gehen soll. Ich habe keinen Plan. Um ehrlich zu sein. Oder wir können die irgendwie dazu bewegen, die zu vernichten. Aber keine Ahnung, Mann. Das ist so ein schöner Feuerball. Und es bringt uns einfach nichts. Wenn er uns nicht helfen will, dieser Arsch. Na gut, hier können wir noch einen kleinen Abschnitt machen. Einen Schicklichkeitsabschnitt. Oder auch nicht. Das ging so nicht. Echt? Ich dachte eigentlich immer, dass es so ging. Nee. Hm. Oh Mann, warum habe ich den Magma-Kegel angefangen? Ich glaube, es wäre der erste Part, den ich nicht in der Overworld beende, weil es...
Weiß nicht, es funktioniert so nicht, Leute. Den Level schaffen wir nicht so schnell. Vor allem hier ist gleich Problem. Was mache ich denn hier? Du bist ein toller Typ, bist du. Ein ganz toller Typ. Willst du mir mal helfen oder so? Also diese Typen, die einen hier eine kleine Hilfe vorspielen, sind letzten Endes nur Witzfiguren, die gar nichts machen. Seht ihr das? Wie soll ich an diese Edelsteine rankommen? Das ist doch verarsche. Nee, das werde ich bis zum nächsten Part auf jeden Fall recherchieren. Liegen sie ja noch ganz gut in der Zeit. Nur mit den Gegnern habe ich keine Idee. Nichts zu machen, Leute. Jetzt können wir auf jeden Fall hier rumfliegen. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal, was hier ist. Nehmen wir zum Beispiel ein extra Leben. Können wir gebrauchen bei diesem schweren Level. Also noch mehr Leben. Oh ja. Wunderschön. Wenn das mal nicht mein bester Kunde ist, der Aufzug im nächsten Raum bringt dich zum Vulkan. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen kannst du ihn benutzen, so oft du willst. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Steig einfach in den Aufzug, dann bringt er dich nach unten. Wenn du wieder hoch willst, steig wieder ein. Super nett, oder? Da ist man wieder voll abgezockt. Der Aufzug ist eigentlich für jeden zugänglich. Aber er macht natürlich daraus ein Geschäft. Der profitgeile Arsch. Ich hasse ihn, den Geldsack. Niemand mag den Geldsack, ohne Witz. Niemand. Noch schlimmer als Dagobert Duck oder Mr. Krabs. Ohne Witz. Yeah, wow. Die Musik ist aber wirklich gut in dem Level. Yeah, wow. Okay, das hätte man erahnen können. Da der Boden da bereits verbrannt war. Ich weiß, diese Sprungpassagen oder Flugpassagen hier so brutal sind. Ich sag's euch, der Magma-Kegel ist deplatziert. Das könnte das letzte Level sein. Die sind, glaube ich, keine Edelsteine an den Wänden. Bedeutet, wir können hier einfach entlang. Geht abwechseln, jetzt verstehe ich das. Na dann. Wir sind schon wieder fast tot, ne? Magma-Kegel. So läuft sie halt. Alter, wie weit geht denn das noch hoch? Wollte ich wohl meinen. Irgendwann ist mal gut, ne? Dass du einen Deckel auf den Vulkan gesetzt hast, Spyro. Hier wurde es etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben habe. Du hast ihn mehr als verdient. Sehr nett. Die Firma dankt. Ein Vulkan. Der Magma-Kegel quasi als Talisman, kann man so sagen. So, und hier gibt es noch einen Auftrag. Der, glaube ich, gar nicht mal so schwer war. Spyro, du kommst gerade passend zur Party. Nur haben die blöden Lava-Monster unsere Hüte gestohlen. Und ohne Partyhüte können wir nicht feiern. Ach, ja. War wohl doch ein bisschen schwerer als gedacht, was? Yikes, volle Schwierigkeit, Leute. Volle Schwierigkeit. Oh mein Gott. Ach so, was ich meine, das hat auch gar nichts damit zu tun. Seht ihr das? Sind einfach nur Edelsteine wahrscheinlich. Oh man. Die wollen wir natürlich trotzdem runterholen. Ah, er hat runterholen gesagt. Ja, wo war jetzt das Flugtor? Da. Ich kann euch sagen, wie man das macht. Hier fliegen manchmal des Öfteren so komische Dinger hoch. Und die können wir verschlucken. Und eben halt auf die Gegner spucken. Eine langwierige und nervige Angelegenheit. Und wir dürfen uns
nur einen Treffer leisten. Und das ist das Problem daran! Leck mich! Leck mich einfach am Arsch, Mann. Aber das möchte ich noch ganz gern schaffen. Die Ladezeiten muss ich einfach kritisieren. Das ist... Nee. Sag mal, jetzt sind wirklich die... Seht ihr das, was wieder alles da ist? Die muss ich erneut vom Himmel holen. Habt ihr das gesehen? Das ist ja grauenvoll. Ich muss erneut diese komischen Dinger da vom Himmel holen. Diese Krüge. Ah, oh, es ist doof. Gut, hier kriegt man aber immer neue Munition, was sehr gut ist. Ich meine, die respawnen auch. Das ist ja das Ding. Das Ding der Unmöglichkeit ist das. Schön daneben. Kannst du schon wieder vergessen eigentlich. Die musst du halt abspucken, ne? Kannst du nicht einfach so besiegen, die Lappen. Oh, nimm das doch mit. Oh, manchmal ist Spyro aber auch so dumm. Na, ja, die respawnen, Leute. Nimm das hier wenigstens noch mit. Mal den Idioten abschießen. Jetzt muss ich sehen, wo das Tor war. Es war hier. Neue Energie. Ich meine, die respawnen und das war die Schwierigkeit, deswegen ist es auch voll. Also sonst wäre es ja eigentlich relativ easy. Muss halt nur die Spawnorte auswendig lernen, wo man neue Feuerkugeln bekommt. Dann kann man sich ja alle Zeit der Welt theoretisch nehmen. Ah, eben halt nur theoretisch. Ich meine, die respawnen. Ich finde jetzt hier nicht mal mehr Gegner. Hier ist noch einer. Die sind drei Stück, was? Okay. Sehr, sehr interessant. Komm schon, wir haben nur noch ein bisschen Flugenergie, aber für den einen reicht's. Da müsst ihr jetzt hier um die Ecke kommen. Stirb! Yes! Nee, die respawnen doch nicht. Da war es einfach. Das war unter den Käsebällchen. Hätte mir fast einen Zahn daran ausgebrochen. Unter den Käsebällchen. Ja, moin. Ja, Leute, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dann machen wir den mal Kegel zu Ende. Ich muss jetzt leider mitten im Level abbrechen, weil sonst wird der Part wirklich krasse Überlänge bekommen. Das muss ja nicht sein. Also, Leute. Bis dann und ciao und haut rein!